Hallo, hallo, hallo. Ich darf euch heute recht herzlich willkommen heißen zu einer kleinen Runde No More Heroes, Heroes Paradise. Mehr Heroes kann es an einem Spieltitel nicht geben. No More Heroes, Heroes Paradise ist das Remake des Klassikers von Koichi Suda, das damals 2007 für die Nintendo Wii erschienen ist. Damals noch in Deutschland in geschnittener Form, heute aber in ungeschnittener 18er Form. In seiner glorreichen Spritzerei und Retro-Haftigkeit. Und wir springen einfach mal rein in einen der Kämpfe, die es in No More Heroes to Heroes Paradise geschafft haben, die aus dem zweiten Teil stammen. Und der zweite Gag an der Sache ist, ich spiele auf der PS3. Jetzt mal für euch beispielsweise, also demonstrativ mit der Move-Steuerung. Switch aber danach wahrscheinlich unmittelbar auf die Controller-Steuerung, denn die Kämpfe funktionieren hiermit okay. Allerdings nicht die Steuerung in der Stadt mit dem Chopper, in der Open World, musst du diesen hier machen. Und das geht gar nicht. Und da switchen wir dann nachher wieder auf den normalen Controller. Das geht nämlich auch. Und genießen jetzt ein bisschen kurz hier die doch tollen Zwischensequenzen. Das Ganze natürlich jetzt in High Definition. Zugegebenermaßen sieht das Ganze zwar sehr schick aus, es ist alles klar und scharfkantig, allerdings wirkt es dadurch jetzt auch durchaus steriler als vorher. Vorher hat halt das bisschen Grässliche der Wii in 84p dem Ganzen, also je nachdem wie ihr halt angeschlossen habt, ein bisschen das Ganze besser kaschiert. Das Ganze jetzt einfach nur hoch zu skalieren, nimmt ein bisschen den Charme weg, aber es ist nach wie vor ein super Titel, in dem ihr Travis Touchdown spielt. Ein Nerd par excellence. Ich bin jetzt aber wirklich mal still und wir ziehen uns jetzt mal rein, was da abgeht in der Story. Sieht da Banane ist. Hast du ein Problem mit dem? Du hast keine Idee, wie schwer es ist, dein wahres Selbst hier zu verbergen. Hey, ich bin nicht accusing anybody. Ein real Gentleman. Ich habe nur meinen Back gedreht, aber du hast nicht getroffen. Du bist mit mir. It's actually pretty hard to take cheap shots when your enemy is as bloodthirsty as yourself. People like us think alike, don't we? Shall we? Okay, jeden Moment geht der Kampf los. Die Story ist ja nach wie vor, für die, die nicht den Teil auf der Wii gespielt haben, ihr seid Travis Touchdown und wollt der beste Auftrags- oder Attentäter werden, den es gibt. Das Hindernis dazwischen ist allerdings 10 andere, sagen wir mal, Attentäter, die es gilt, nacheinander zu töten. Ihr macht einen Gegner platt, misst dann das Preisgeld, um am Kampf gegen den nächsthöheren Attentäter dann antreten zu können. Dann euch erwirtschaften über Minispiele, die zeige ich euch gleich noch. Und jetzt müssen wir mal gucken, jetzt müsst ihr irgendwo hier rumtrollen. Jetzt bin ich dabei, jetzt hampelt die da rum. Boah. Ich hätte natürlich wieder mir vorher mal die Move-Steuerung besser aneignen sollen. Worauf es hinausläuft eigentlich ist, dass, also jetzt nach einer ganzen Weile halt, dass man den Schlag, das Laserschwert, was er hat, auflädt und dann einen seiner Super-Moves rauszuhauen. Deswegen werden wir diesen Kampf wahrscheinlich nicht komplett durchziehen, weil er sich doch sehr hinzieht, wie ich finde. Also im Kampf ist die Steuerung relativ einfach. Schläge führt ihr, wenn ich gerade wie die Batterie leer habe wie ich. Deswegen verziehen wir uns jetzt mal kurz und machen stylisch, laden wir das Ding nach. Mehr Phallus-Symbol geht natürlich nicht. Das wollte der gute Suda haben. Die mehr brauchen wir nicht. Aber wir können ja Auto uns auf den Gegner locken. Und in diesem Fall diese Tussi. Auch eine Neuerung ist, mal gucken, ob ich dazu noch komme, euch dir zu erklären ist, im Vital war es noch so, dass ihr, wenn ihr einen Gegner mit einem besonderen Schlag quasi meistens, ja, sagen wir mal, enthauptet habt oder sonst irgendwas Vergleichbares, habt ihr eine Runde im Spielautomat gespielt, also nicht ihr, sondern das lief automatisch ab und dann habt ihr eventuell einen Bonus bekommen, einen sogenannten Darkseid-Bonus. Den habt ihr dann meistens auch direkt verbraten. Hier ist es so, die könnt ihr euch aufsparen. Hat den Vorteil, dass ihr einsetzen könnt, wann ihr sie braucht. Und wenn ihr sie nicht verbraucht bis zum Ende des Kampfes oder des Levels, jetzt muss ich mich wieder verziehen, weil die Batterie schon wieder leer ist. Und nachladen.
ist... Ups, da bin ich auf Start gegangen. Verzeihung. Dass, wenn ihr die nicht verbraucht habt, es extra Kohle gibt. So dass ihr nicht die ganze Zeit... Ups. Kohle scheffeln müsst, wie die Blöden. Was auch neu ist, ihr könnt schon bestrittene Kämpfe jetzt in sogenannten Albträumen oder normalen Träumen wieder spielen. Das heißt, wenn euch ein Kampf besonders gut gefallen hat, hätte ich jetzt zum Beispiel diesen Kampf, statt den das Safe Game zu laden, einfach noch in die Bude gehen können von Travis und dort diesen Kampf direkt auswählen können. Ein bisschen schwach bei der Brust. Ich glaube, ich jetzt langsam mal auf, ein bisschen aufhören, sonst macht die mich alle. Also, wenn die Batterie schon wieder leer ist. Die Steuerung, wie gesagt, erfolgt einfach über den Move-Button, macht ihr die Schläge. Über die Viereck-Taste ladet ihr auf. Da der Six-Axis-Controller ja auch über eine Schüttelfunktion verfügt, könnt ihr die lustige Aufladesequenz auch mit dem... Na? Batterie? Nein, das nicht. Wo ist das? Wo ist der Kuchen gewesen? Oder irgendwas zum Aufladen? War da hinten, glaube ich. Könnt ihr natürlich auch mit dem Six-Axis dann das Ganze aufladen. Das ist der verdammte... Spot, da war doch irgendwas zum Aufladen. Das kann ich jetzt gebrauchen. Ansonsten sieht es gerade schlecht aus. Na gut, versuchen wir doch unser Glück. Vielleicht kriege ich es doch auch so down. Hutsch. Jetzt macht sie wieder irgendwie. Zack, zack, zack. Als Truff. Ja, die Höhe eures Schlages richtet ihr einfach durch die. Gleich macht es jetzt das Schwert. Jetzt wird es echt kritisch. Hier war doch irgendwo so ein Ding. Jetzt muss ich echt mal kurz da um die Ecke was. Zack. So, jetzt sind wir wieder bei Potte. Das ist durch die Neigung der... Ups, mal sehen, ob ich es hinkriege. Das ist natürlich ein bisschen blöd dafür. Ist durch die Neigung des Move-Controllers. Zack. Einfach durch nach unten neigen, macht die Schläge nach unten. Oder natürlich durch das Zeigen nach oben, was jetzt hier sehr leichter geht. Durch Zeigen nach oben macht ihr dann, richtet ihr dann immer eure Schläge aus. Es gibt ja auch sogenannte, ja, so diese Mini-Quicktime-Events, die ihr machen müsst. Wenn ihr quasi mit dem Gegner pariert und dann eurem Gegner dann sozusagen, wenn ihr im Kampf die Oberhand gewinnen wollt, müsst ihr dann dementsprechend die Moves machen. Oder wenn ihr enthaupten oder niederstrecken wollt, müsst ihr auch eine Bewegung ausführen in eine spezielle Richtung, was aber immer wieder angezeigt wird. Das geht sehr einfach mit Move. Gut, da gibt sich die Move und die Wii-Steuerung nicht viel. Bam, 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 komm, komm, komm. Erstmal Platz schlucken und erstmal wieder aufladen. Der Typ braucht echt Durazellen in dem Ding. Im späteren Verlauf kann man natürlich auch die Waffen upgraden, was sehr nett ist. Was ich dann auch getan habe. Bin noch nicht ganz durch. Doch, zieht sich doch recht lange, weil man doch für die nach wie vor für das Erwirtschaften der Preisgelder doch einige Zeit in Anspruch nehmen muss, sei es um die ganzen Minispiele zu machen, von denen es auch ein paar neue gibt. Zum Beispiel muss man jetzt ja, Piratenschiffe per Flaggensignale dann zur Küste weisen und noch ein paar andere, die mir jetzt leider nicht mehr einfallen kann im Kopf, weil ich diese Frau hier gerade niedermetzeln muss. Nach wie vor macht Spaß. Hoppa. Ich hoffe, das kommt auch ganz gut rüber. Nicht, dass ich hier minutenlang diesen Kampf da verbringen muss. Das war mal nieder. Boom. Natürlich wie immer, wenn die Kamera läuft. Die KI lässt sich an vielen Stellen leider auch hier noch austricksen, indem man sich hinter irgendwelchen Hindernissen versteckt. Das hat besonders bei einem Gegner geklappt, wo er immer seine Super-Duper-Attacke gemacht hat und ich einfach mich hinter einer Ecke versteckt habe. Jetzt komm, jetzt haben wir es aber gleich. Mach mal. Zack, also down. Jetzt werde ich wahrscheinlich diese blutige Szene euch zeigen. Damit landet das Video nicht offiziell direkt auf Gamers Global. Autsch. Doch, damit landet es direkt auf Gamers Global. Damit ist es komplett 18. Wie gesagt, unzensiert, ihr seht's. Es gibt so ein bisschen Story, aber das überspringen wir jetzt mal. Wir wollen ja nicht so viel spoilern. Viele kennen es ja schon. Deswegen skippen wir das jetzt einfach mal. Gibt's wie immer nach jedem Rangkampf gibt es dann immer eine Bewertung. Ihr kriegt dann für die Bewertung kriegt ihr dann entsprechendes Geld, das ihr dann für spätere Dinge dann einsetzen könnt.
Und wir springen jetzt mal nochmal zurück in eine andere Stelle des Spiels, wo ich euch in normalen Kampf zwischen mehreren Gegnern, nicht nur diesen Hauptrang kämpfen, die zwar den wichtigsten Teil des Spiels ausmachen, aber ihr auch nicht die meiste Zeit darin verbringen werdet.